Und damit mal wieder herzlich willkommen zu Ein Königreich entsteht. Dieses Mal im Oktober, beziehungsweise Oktober. Je nachdem, ob man es als Hentai-Freund und Hentai- und Naturfreund, beziehungsweise Bärenliebhaber oder eben als Monat aussprechen will. Ich glaube, den Oktoberwitz habe ich schon mal gebracht. Was heißt, wir sind schon über ein Jahr dabei. Ich glaube, den habe ich genau letztes Jahr auch schon mal gebracht. Aber schön, wir sind in einem neuen Monat mit neuen Ereignissen. Ich möchte schon mal kein Blatt von dem Mund nehmen und direkt vorweg sagen. Von Kevin Scheffel gibt es derzeit leider noch nichts Neues. Also es gibt keine direkten neuen Maps, die erstellt wurden. Was daran liegt, er hat es mir so gesagt, dass er gerade welche machen wollte und plötzlich kam der Stronghold 2-Map-Wettbewerb. Den hat er auf jeden Fall mitbekommen. Bis da habe ich ja auch ein Infovideo dazu gemacht, dass zu Stronghold 2 Steam Edition da jetzt so ein Map-Wettbewerb stattfindet. Was habe ich so Probleme im Map-Wettbewerb aus? Es ist so ein kleines bisschen trügerisch beim Sprechen. Auf jeden Fall, dass da der Map-Wettbewerb kommt, ja, das hat er sofort mitgekriegt und natürlich Kevin Scheffel wäre nicht Kevin Scheffel, wenn er da nicht mitmachen würde. Deswegen kommt diesen Monat noch nichts Neues, aber es gibt dennoch so einiges an Aktualisierungen. Ich würde sagen, fangen wir mal wieder klassisch mit den Rängen an. Am besten ich fange von vorne an, nicht von hinten, falsches Blatt. So. Und zwar haben wir als Änderung, wie gesagt, ich lese bloß noch die Änderung vor, zuerst die Sache mit Kagemasu. Kagemasu hat sich halt immer noch nicht gemeldet. Er hat jetzt, also Damian das Gnu hat ja jetzt die Grafschaft bekommen. Hier die Hügelgräberhöhen. Was genau war? Grafschaft 3 Lehn Z. Das werde ich heute auch vorstellen, das hat er schon eingereicht. Kagemasu hat die Grafschaft nicht mehr, aber ich belasse ihn erstmal noch als Graf. Also, wie gesagt, du kannst dich melden, was ist. Von mir aus bleibt er erstmal Ehrengraf. Ich fühle mich einfach schlecht, wenn ich ihn jetzt degradiere. Deswegen. Das ist irgendwie doof. Er kann von mir aus dann. Eigentlich ist Voraussetzung, Graf zu werden, eine Grafschaft zu beanspruchen, aber von mir aus kann er eine Art Ehrengraf oder so bleiben, bis er sich entschieden hat oder so. Oder er kann so bleiben. Auf jeden Fall, Kagemasu, wäre auf jeden Fall cool, wenn du dich mal melden kannst. Ich meine, du führst derzeit absolut die gesamte Punkteriege an. Das ist irgendwie, es wäre irgendwie richtig ein Kackgefühl, dich zu degradieren. Von daher, ja, denke ich mal, verstehen alle Leute so den Gedankengang dahinter. So, als nächstes haben wir Prinz Roy. Er ist zum Grafen aufgestiegen. Von, vom Adligen Ritter Plus. Ja klar, vom Adligen ist der einzige Rang. Oh gut, Ritter Plus Plus kann er ebenfalls. Aber vom Adligen Ritter Plus ist er zum Grafen aufgestiegen. Grafschaft 4 Lehen B, den Windjagdweiher, hatte er vorher und hat es jetzt abgegeben und bezieht jetzt Grafschaft 4 Lehen Z, Falkenstein. So, dann nehmen wir mal an, du bist jetzt Prinz Roy und reitest hinfort. Keine Ahnung, wo jetzt gerade Falkenstein liegt. Oh, nun, dann gehen wir. Dann als nächste Beförderung haben wir wieder einen Grafen. Flu ist aufgestiegen vom Adligen Ritter Plus zum Grafen. Er hatte vorher die Grafschaft 6 Lehen A, den Trockensee, und geht jetzt zur Grafschaft 6 Lehen Z, Schwarzherz. Das, was wir frisch letztes Mal vorgestellt haben. Wunderbar. Flu, du gehst ebenfalls hinaus in die weite Welt und bebaust das Land für das Reich. Oh, nun, dann gehen wir. Man kann ja auch beleidigt sein, wenn man befördert wird, ne? Als nächstes haben wir Maximilian der Erste. Er ist vom Adligen Ritter zum Adligen Ritter Plus aufgestiegen. Das heißt, er hat jetzt potenziell Grafschaftsanspruch. Potenziell, es sind gerade nicht genug Grafschaften da. Jetzt sind die letzten beiden, die zur Verfügung standen, vergeben. Wie gesagt, jetzt müssen wir wieder warten, dass ein neuer Nachschub kommt. Wie gesagt, hätte ich gewusst, dass es so einen Ansturm gibt, hätte ich das mit den Ehrenpunkten vielleicht ein bisschen anders geregelt. Ich hätte halt nicht gedacht, dass wir so einen Überschuss regelrecht haben. Aber gut, früher oder später kommt es dazu. Wie gesagt, 20 Grafschaften sind geplant, die werden auch noch kommen. Das heißt, die ersten 20 Ritter Plus, beziehungsweise die sich zusammen mit Grafen und Ritter Plus zusammenzählen und sind unter den Top 20 sind quasi, die können sich relativ sicher sein, dass sie wohl wahrscheinlich, wenn sie dann auch schnell genug im Forum sind, eine Grafschaft bekommen, sobald sie da ist. Aber gut. Dann. Genau, Maximilian der Erste ist Ritter Plus geworden vom normalen Adligen Ritter. Kurz, das ist. Das haben wir durch. Dann haben wir als nächstes Lord Wolf Shadow. Er ist vom Ritter Plus in den Adel aufgestiegen und ist nun adliger Ritter. Also, ja, Ritter Plus, potenzieller adliger Ritter. Jetzt hat er sich einen Lehen geholt und zwar Grafschaft 7 Lehen B, den Kleinkamm. Also, Lord Wolf Shadow. Ah.
Fehler aufgefallen. Die zwei Ritter, die ich weggeschickt habe. Flu. Und Prinz Roy. Macht der Gewohnheit. Ich hatte lange keine Grafenernennung mehr. Die waren doch schon weg. Die haben ja schon bebaut. Die sind bis zum Grafen aufgestiegen. Das heißt, die beiden Ritter, die wir weggeschickt haben, waren jetzt nicht etwa Prinz Roy und Flu. Die waren ja schon weg. Machen wir es einfach übergreifend. Jetzt haben wir zwei Ritter weggeschickt. Dann waren diese zwei Ritter, die losgeschickt wurden. Lord Wolfshadow und Megge. Lord Wolfshadow hat jetzt Grafschaft 7 Lehen B den Kleinkamm bezogen. Vom Ritter Plus aufgestiegen. Und Megge bezieht jetzt Grafschaft 8 Lehen B das Sandmoor. Das hat Megge geclaimed. Und Megge ist auch vom Ritter Plus zum adligen Ritter aufgestiegen. Also in den Adel gekommen. So, viel dazu. Wie gesagt, für alle, die es mitlesen wollen, es ist direkt in der Beschreibung noch mit drin. Ich meine, sehr viel hier auf der Map mache ich nicht. Da könnt ihr eigentlich fast schon in der Beschreibung mal gucken, wie ich es gemacht habe. Oder vielleicht in den zweiten Tab mal. Ich habe es auch auf Patreon gepostet und ich poste es auch. Gut, ich glaube, da wo ich es... doch, ich aktualisiere es nach Möglichkeit auch immer im Forum. Hier und da vergesse ich es mal, aber ich gucke immer drauf. Aber schön, jetzt zu unserem UdSSR. Zum Utwendianischen Sonderschutzregiment. Ja, bei unseren magischen 5 oben, königlicher Herrführer, Leiter der Königsburg, Statthalter, Leiter der zweiten Burg und Leiter des Gefängnisses, hat sich nichts verändert. Nach wie vor gleiche Verteilung. Wird vor allem Goldkoloss freuen, der wird weiterhin das Gefängnis leiten. Vielleicht, ich meine, Goldkoloss will ja unbedingt im Gefängnis bleiben. Ich überlege noch ein bisschen drüber, ob ich ihn einfach so fest mit dem Gefängnis koppel. Dass er einfach fest der Gefängniswächter ist, komme was wolle, auch wenn er von dem Posten vertrieben wird, dass das einfach ein fest Vergebener ist. Kann man ja bei dem einen machen, da sind immer noch 4 andere da. Beziehungsweise können wir ja vielleicht noch einen Abt ernennen oder sowas, der sich hier um das Klostergebiet kümmert und die Gärten. Das ist eigentlich weniger ein Abt, mehr ein Gärtner dann, in dem Fall. Aber schön. Als nächstes Amnesia, oder Amnesia, wie auch immer ausgesprochen werden will, ist aufgestiegen vom Ritter Plus zum Ritter Plus Plus. Das heißt, er kann jetzt sogar Graf werden. Wenn Grafschaften da werden. Ich bin am Überlegen. Aber im Idealfall. Ja, ich bin überlegen, ob man auch sowas wie einen Ehrengraf einführt, aber dann gibt es zu viele Grafen. Das ist ja auch kein Sinn. Das ist ja auch nicht der Sinn, wenn die Hälfte des gesamten Leute aus Grafen besteht. Es soll 20 Grafschaften geben, dementsprechend auch 20 Grafen. Auf kurz oder lang wäre es auch nicht schlecht, wenn Kagemasu sich dann da einreiht und sich eine Grafschaft holt. Sonst nennt man den 21. Na ja. Bei der einen Ausnahme könnte man dann noch ein Auge zudrücken. Okay, dann haben wir Kyvo. Er ist aufgestiegen vom Ritter Normal, also vom Ritter Vanilla, zum Ritter Plus. Das heißt, er kann jetzt adliger Ritter werden. Gleiches gilt für Anduko, vom normalen Ritter zum Ritter Plus. Chris der Wolf, ebenfalls vom normalen Ritter zum Ritter Plus aufgestiegen. Und Bookshield, auch vom normalen Ritter zum Ritter Plus. Also 4 adlige Ritterernennungen. Zu den freien Lehen komme ich dann gleich noch im Video. Dann als nächstes bei den Veränderungen. Strelok DGM ist vom Schwertkämpfer zum Ritter aufgestiegen. Da haben wir mal ein bisschen Tätigkeit beim UdSSR hier. Seid gegrüßt. Das Vorratslager ist voll. Steht zu Diensten. Ein neuer Ritter in der Runde. Zu Befehl. In den Sattel. Dann als nächstes Blühegram. Vom Pikenier zum Ritter direkt aufgestiegen. Also auch wieder so ein Turbo-Boost. Auflösen. Steht's zu Dann Diensten. Löst dein Ei auf. Mann. Steht zu Diensten. Steigt auf, Brüder. Aufgelöste Eier. Hallo, die kocht man und löffelt sie aus. Oder macht Spiegel oder Rührei drauf. Aber nur nicht auflösen. Als nächstes Simon Meyer. Vom Streitkolbenkämpfer zum Pikenier geworden. Einzige Streitkolbenkämpfer, den wir hatten. Was Nein. Gibt's? Wir ziehen ab. Gut. Da haben wir noch unseren persönlichen Günther beim Kornspeicher. Wer den Kornspeicher bewacht. Er passt auf den Kornspeicher auf, dass immer schön viel drin ist und schön viel zu ihm abhanden kommt auf dem Weg. Beziehungsweise ist der Grund, warum der wahrscheinlich... Der Kornspeicher ist leer, Sire. Ja, danke Günther. Das Vorratslager ist voll, es liegt am Vorratslager, klar. Natürlich. Jetzt ist wieder Platz in der Hütte. In der Hut. Alter, wir haben so viel Gold mittlerweile. Was mache ich mit dem ganzen Geld? Naja, eine Bäckerei liegt es auch nicht unbedingt. Gut, spielen wir da raus. Das funktioniert nicht so ganz. Ist jetzt wurscht. Kaufen wir eben einfach ein bisschen was. Komm, kaufen wir uns. Wild.
Fleisch im Haus. Eure Beliebtheit steigt. Damit schlagen wir auf die ganzen Veganer. Einfach so ein paar Veganer mit Fleischkeulen schlagen, wenn es im Mittelalter schon welche gab. Im Mittelalter konnte es noch keine wirklich geben, weil da war man, außer man war wirklich adlig. Aber ansonsten war man froh, wenn man irgendwie überlebt hat, was das Essen angeht. Von daher, da konnte sich keiner den Luxus leisten, Veganer zu sein. Sag mal, drücken wir es mal so aus. Aber schön. Wir hatten ja Simon Meyer, der vom Streitkolbenkämpfer zum Beginn hier geworden ist. Dann kriegen wir doch wieder neue Streitkolbenkämpfer rein. Chris, Marco und Johannes. Beide steigen sie vom Lanzenträger zum Streitkolbenkämpfer. Die Klingen sind geschärft. Vom Lanzenträger zum Streitkolbenkämpfer. Warum habe ich keine Lanzenträger da? Was habe ich da falsch gemacht letztes Mal? Moment, ich hole mal gerade die Zettel vom letzten Monat her. Ja doch, letzten Monat hatte ich drei... Wir haben drei Lanzenträger gehabt. Wo sind die hin? Wir hatten die gegessen heimlich. Oder... Ja klar, die habe ich zum Buddeln geschickt. Keine Nahrung, ich erinnere mich. Eure Lordschaft? Da sind sie, die drei. Kommt mal zurück. Obwohl, kommt, ihr löst euch auf und werdet jetzt... Streitkolbenkämpfe. Moment mal, nee, nicht alle drei. Nein, das waren doch nur zwei. Vor allem, ich hätte dich einfach noch umbelagern müssen. Egal. Zwei Streitkolbenkämpfe. Chris, Marco und Johannes werden vom Lanzenträger zum Streitkolbenkämpfer. Das seid ihr jetzt. Fühlt euch geehrt. Und so. Bewegt euch, Hunde. Dann haben wir als nächstes... Okay, Mojo ist geblieben als Lanzenträger. Wir haben aber zwei Neuzugänge. Taris und Peter Prenzer. Ich habe zuerst Peter Panzer gelesen immer. Taris und Peter Prenzer sind beide eingestiegen als Lanzenträger. Ihr könnt auf uns zählen. Komm, die Ernennung machen wir trotzdem einfach. Alter, was geht denn mit den... Das Volk huldigt. Ja komm, wir können auch Reparationen machen. Was mache ich denn hier? Alter, futtern die durch. Die Hälfte davon geht wahrscheinlich an Günther. Das Volk huldigt. Und eben. Muss aufpassen, dass Emis Mütter nicht vorbeischaut. Ach du Scheiße, was geht denn dann ab? So, da sind die beiden. Ihr könnt auf uns zählen. Taris und Peter Prenzer. Neu im Bunde. Und dann natürlich mal wieder vielen Dank an Aevum und Wischnipp. Die Nahrungsvorräte sind sehr an die freie Gabe. In den Klingelbeutel. Sie hat all die Getränke mitgebracht. Das will ich auch hoffen. Ist auch eine Brauerin, ne? Muss. Ist es tatsächlich in der Hinsicht eine Anspielung? Nee, es ist ja nicht nur bei Brauerin. Wir haben beinahe keine Nahrung. Sie stinkt. Ja, toll. Ich glaube, das passt jetzt wirklich. Ich glaube, das ist tatsächlich extra auf die Brauerin bezogen, oder? Stinkt noch Bier, sie hat all die Getränke mitgebracht. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Sie kann kaum stehen. Alter, was ist denn hier los? wunderbar. Okay. Dann werden wir tatsächlich mit dem durch. Was ich eben noch anmerken will... Es gab eigentlich, also ich habe ja schon zwei Leute jetzt vom normalen, vom UdSSR zum Adel ernannt. Eigentlich wären es vier Leute gewesen. Machen wir mal den Oktober draus. Der Oktober. Und Speicher. Ich habe es extra so geschrieben. Ja, es waren ursprünglich vier. Und zwar gab es noch weitere zwei Ansprüche von Olymp Raptex. Und dem Knecht von Penisberg. Olymp Raptex wollte Grafschaft 6 Lehen B, das Bärland. Der Knecht von Penisberg wollte Grafschaft 8 Lehen C, das Sandmoor. Die Sache ist die, bei euch beiden, bitte teilt mir mal eure Patreon-Namen mit. Das Problem ist, wenn Leute auf Patreon einen anderen Namen haben als im Forum, wenn sie das beantragen, ich kann das nicht zuordnen. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Es ist sehr schwer jetzt zu sagen... Ich gebe euch jetzt die beiden Lehen. Ich habe sie jetzt schon mal so als vergeben markiert. Das wird man heute auch sehen. Aber ich muss im Idealfall noch wissen, wer ihr seid, dass ich das direkt zuordnen kann. Okay, dann hätten wir das. Dann gibt's noch zwei Dinge vorzustellen. Und zwar sogar zwei Grafschaften. Nee, warte mal. Eine Grafschaft und ein Lehen. Bei Flu komme ich ein bisschen durcheinander. Das ist jetzt nämlich eine komplizierte Sache. Ich glaube, wir fangen auch mal mit der Sache von Flu an. Und zwar, wo haben wir es? Bei Flu stellen wir vor Grafschaft 6 Lehen A, den Trockensee. Flu dürften sich einige vielleicht erinnern, Flu ist eben Graf geworden. Und ihr seht hier sogar, Trockensee ist frei, aber eine bebaute, bebaute Länderei. Ja, Flu hat sein bebautes Lehen eingereicht und ist jetzt gleichzeitig zum Grafen geworden. Das ist jetzt interessant, er hat
es ist jetzt ein Lehen eingereicht, das bebaut ist, aber schon gleich verlassen ist quasi. Ich habe quasi ein verlassenes Lehen bekommen, weil er jetzt schon zum Grafen geworden ist, schon umgezogen ist quasi. Aber dennoch, wir haben hier das bebaute Lehen 6, Grafschaft 6 Lehen A, der bebaute Trockensee von Flu bebaut. Den gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Da er jetzt frei ist, kann er sogar von einem der neuen Ritteranwärter übernommen werden. Wie gesagt, nochmal nachgeholt, die Leute, die frei aufsteigen und ein bebautes Lehen übernehmen, oder eine bebaute Grafschaft, je nachdem, haben die Wahl. Entweder übernehmen sie sie so, wie sie ist, oder sie reißen alles ab und bauen nochmal. Also bauen nochmal von der Lernkarte und sagen, ich habe das Ding nochmal komplett umgestaltet. Das liegt frei in dem, der es übernimmt. Das ist auch frei, das ist ein Risiko, mit dem jeder adlige Ritter leben muss, wenn er zum Grafen aufsteigen will. Ihm muss klar sein, dass sein Lehen, was er bebaut hat, dadurch nicht in Stein gemeißelt ist. In Stein gemeißelt wird es bleiben, wenn man auf ewig jetzt adliger Ritter bleibt. Wenn man jetzt zum Graf wird, dann hat man was viel Größeres zum Bebauen, aber es kann gut sein, dass das alte Lehen, was man bebaut hat, irgendwann mal ersetzt wird. Also irgendwann von jemand anderes bebaut wird. So viel nochmal dazu. Und hier haben wir das Lehen von Flu. Tut mir übrigens leid, wenn ich ein bisschen durch den Wind bin heute beim Reden. Ich habe gerade... Heute ist mir meine Soundkarte abgeschmiert. Ich habe die jetzt einen halben Tag gebraucht, die nochmal ganz kurz zu reanimieren zu können, dass sie noch ein bisschen funktioniert. Ansonsten hätte ich mit meinem alten Headset aufnehmen müssen. Ich habe es mal aufgesetzt. Ich habe mich so an die Soundqualität von meinem neuen Kopfhörer gewöhnt. Oh mein Gott, diese Qualen. Auf jeden Fall, erst in einer Woche kommt meine neue Soundkarte und ich hoffe, bis dann kriege ich das halbwegs geregelt. Aber da ging heute der halbe Tag drauf. Und damit auch viele von meinen Vorbereitungen. Jetzt habe ich mich noch den gesamten restlichen Abend hingesetzt, noch die restlichen Vorbereitungen zu machen fürs Königreich. Eigentlich ist jetzt das gesamte Wochenende schon damit vorbei für mich. Das war gemein irgendwie. Aber gut. Ich finde auf jeden Fall sehr cool, dass Flu hier die Steinmauern und Palisaden verbunden hat. Es ist gut gesichert gegen Gleiterträger, zumindest so teilweise, weil es gibt einige Freistellen. Und irgendwie erinnert mich diese Bauweise sehr an die allerersten Stronghold-Missionen, wo man noch Palisaden hat und nur so die ganz einfachen Wälle. Beim Angebot der Ratte bekommt man ja die ersten Steinwälle. Mit so kleinen Vorposten und ganz viel Mumus mit Gerbern und so. Es gibt nicht mal eine Geschichte, also nicht, dass ich auch irgendwie eine bekommen hätte oder so. Auf jeden Fall... ein schönes Ding, muss man sagen. Fügt sich auch bestimmt wunderbar ein, dann so im Gesamtlandschaftsbild. Alles klar? Dann gehen wir als nächstes zu Damian das Gnu. Grafschaft 3, Lehen Z, die Rügelgräberhöhen. Ich habe das schon alles so passend eingeführt. Und das ist ein Monster. Das ist ja die allererste Grafschaft, die eingereicht wurde. Also die allererste Grafschaft, die wir überhaupt gesehen haben. Und das Ding ist nun endlich bebaut. Und es ist ein gutes Monster geworden. Es gibt auch einen Text zum Vorlesen. Veringors Feste. Es begab sich vor langer Zeit, dass ein Mädchen alleine mit ihrem Vater wohnte. Der Vater kam oft betrunken nach Hause und schrie sie an, was für ein nutzloses Stück Dreck sie sei. Günther, bist du's? Manchmal schlug er sie sogar. Es war jetzt irgendwie, Mann, nur wegen meinem Günther ist doof, habe ich das jetzt mit Lachen vorgelesen. Manchmal schlug er sie sogar. Eines Tages blieb es nicht bei den Schlägen. In seiner Rage griff der Vater nach einem Messer und hielt... Oh, puh, so, gut, was heißt er zum Glück? Ich dachte schon, es geht jetzt in eine andere Richtung. Vielleicht ist er auch nicht beruflich Priester, ich habe keine Ahnung. In seiner Rage griff der Vater nach einem Messer und hielt es drohend in ihre Richtung. Das Mädchen rannte aus dem Haus und auf die Hügelgräberhöhen, den torkelnden Vater auf ihren Fersen. Ein Dämon namens Veringor hauste zu der Zeit in der Gegend und bekam Mitleid mit dem Mädchen. Als ihr Vater immer näher kam, fiel ihm nichts Besseres ein, als eine Burg aus dem Boden zu stampfen. Gut, es ist ein Mythos, es ist ein Märchen quasi, so als Hintergrund, wie so ein Gebiet entstanden ist. Ich meine, im Mittelalter war das... Also ganz ehrlich, wer denkt, dass heutige Märchen so... oder Gebrüder Grimm-Märchen verrückt sind, die müssen sich tatsächlich mal irgendwelche originalen Märchen aus Mittelalter angucken. Also ich habe eine Bekannte, die ist Medievistin und sie hat mir so einige Sachen erzählt. Da gibt es tatsächlich so Geschichten von herumwandelnden Geschlechtsteilen und solche Sachen. Das ist total abgedreht. Aber gut, damals waren die halt ein bisschen... Ja, das war damals halt so das RTL für die Leute im Mittelalter, so die Mähren. Also, zurück zur Geschichte.
Als der Vater immer näher kam, fiel ihm nichts Besseres ein, als eine Burg aus dem Boden zu stampfen. Als der Verfolger sich nicht davon beirren ließ, kam Veringor selbst hervor. Also Veringor war übrigens der, der die Burg hochgezogen hat, für die Leute, die sich fragen. Kam Veringor selbst hervor und wollte den Vater vernichten. Das Mädchen hielt ihn jedoch zurück, da ihr Vater bereits die Flucht ergriff. Ende? Ah. Heute versuchen einige hochmotivierte Studenten der TU Rüsselstadt, den Eingang zum Hort Veringors in der Nähe einer Schenke zu finden. Rüsselstädt. Rüsselstädt, Entschuldigung. Alles klar. Das ist die Geschichte der Hügelgräberhöhlen. Und ja, das ist so typischer Damian das Gnu-Text. Ich meine, Damian das Gnu ist auch jemand, der geht her bei den Namensvorschlägen. Wenn es Namensvorschläge zu irgendwelchen neuen Lehen oder Grafschaften gibt, dann geht er halt her und zu jedem seiner Vorschläge, die er macht, gibt es noch eine Hintergrundgeschichte, wie dieser Name zustande kam und mit einer eigenen Hintergrundgeschichte. Also Damian das Gnu ist eigentlich ein perfekter, eigentlich für das gesamte Königreich ein perfekter Bade, der quasi umherzieht und Geschichten erzählt und allem seine Geschichte gibt. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Der Kornspeicher ist voll. Und mir ist sogar aufgefallen, dass diese Karte so echt anfängt zu ruckeln, weil die so voll ist. Also, die Hügelgräberhöhlen können wir noch von damals. Kennen. Das Kennen, you can. Und alter Falter, ist das ein Koloss, ne? Das ist eine Festung. Hossa. Aber gut, ich meine, er ist Graf. Er hat den Platz. Er ist jung und naiv. Aber ja, das ist ein gewaltiges Teil. Und den Turm hier finde ich auch verdammt stylisch gemacht. So mit der eigenen Holzbefestigung außenrum. Da unten haben wir noch so ein kleines Dörfchen für Jagd und Getreide. Besser gesagt, das Getreide kommt hier nicht mal her. Es wird das Getreide weiterverarbeitet. Das ist nämlich die armen Müller und Bäcker. Den ganzen Weg zum Vorratslager. Oh, was für ein Vorratslager in der Mitte, ne? Das ist ja ein monströses Teil. Der Maibaum, der von allen Seiten angezündet werden kann. Dass die Kinder so unbesorgt spielen, ist ja unglaublich. Und das ist natürlich auch eine coole Idee, die Zelte optisch zu verwenden. Als quasi Lage. Okay, warum man auch immer... Ich meine, in der eigenen Burg hat man eigentlich Behausungen und Quartiere. Eigentlich solche Zeltlager sind ja eigentlich für die Truppen, wenn man belagert beispielsweise. Aber es ist trotzdem verdammt cool. Da haben wir die gesamte Getreideproduktion. Natürlich so passend am Fluss, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Dass das alles den Fluss lang führt. Oh, ein Abseits-Hexenstuhl. Ja, da floss auf jeden Fall eine Menge Zeit rein. Und ich kann mir schon... Ja, das ist halt das Problem mit Damir das Gnu und Kagemasu gewesen. Dass Kagemasu da irgendwie zuerst da war und Damir das Gnu aber schon die Karte fertig hatte. Das ist dann schon wirklich sehr schade drum, wenn man sich so viel Mühe für eine Karte gibt. Und dann ist es aber... Ja, das Problem ist halt, dass Kagemasu sich bis jetzt nicht gemeldet hat irgendwie. Ich hoffe, da wird irgendwie noch was draus. Aber ist voll. Das ist ein ordentliches Stück, ist das. Was haben wir denn da? Ah, das ist der Hinrichtungsplatz. Ah, okay. Das kommen alle her, wenn es wieder die neueste Köpfung des Tages gibt. Einmal das Innenleben der Schenke hier, dann da noch eine Apotheke, ein bisschen Produktion. Vor allem noch der Kornspeicher ist auch wichtig. Ganz viele Gebäude. Vor allem, das ist halt auch sehr schön. Es gibt einen wirklich sichtbaren Weg durch die Burg, wo man wirklich sagt, okay, das ist so quasi die Hauptstraße, wenn man so will, wo es lang geht. Das ist verdammt cool gemacht, wirklich. Sehr geile Arbeit, Damian. Gut bebaut hast du das. Da sah sich das Werk an und sah, dass es gut war. Und nannte es Mann. Was? Ich habe gar keine Ahnung, wie der Text original nochmal ging. Ganzen Patrouillen noch. Also detailverliebt ist das Ding auf jeden Fall. Für alle, die sich näher angucken wollen, es ist natürlich für alle frei zum Download. Wie gesagt, es ist ja jetzt nicht so, dass ich hier alle Leute ausgrenze, die jetzt nicht irgendwie teilnehmen. Im Prinzip profitiert jeder davon. Wie schon mal erwähnt, dieses Projekt Ein Königreich entsteht, würde es ohne diese Patreon-Kampagne gar nicht geben. Es ist nicht so, dass ich dieses Königreich entsteht gemacht habe und dann gedacht habe, hey, wie könnte ich da jetzt mit Patreon was machen? Es war andersrum. Es hat mit Patreon angefangen und da habe ich überlegt, was könnte ich aus diesem Konzept machen? Und so ist überhaupt Ein Königreich entsteht entstanden. Das heißt, ohne das Ganze würde es gar nicht geben. Weil es gab so auch einige, die das alles missverstanden haben.
Und es profitieren auch die Leute dabei, dafür, die einfach nur nochmal zugucken, weil alle diese Karten, die ihr seht, das ist alles Map-Nachschub. Das wird es alles frei zum Download geben. Alles frei im Forum, das kann sich jeder holen, ist komplett für jeden frei. Und das Ding kann man jetzt eben auch als Belagerungsmap spielen. Im normalen Stronghold. Sowohl die Map an sich frei kann man als Invasionsmap oder sonst irgendwas umgestalten. Oder eben auch mit dieser Burg reingeknallt als Belagerungsmap. Auf jeden Fall eine coole Sache. Okay. Alles klar. Dann wär's das gewesen. Und dann wären wir schon wieder am Ende. Ich denke mal, ich habe nichts vergessen. Das dürfte es gewesen sein. Benennungen gab es keine mehr. Neue Sachen, wie gesagt. Kevin Scheffel ist noch mit dem Stronghold 2 Map-Wettbewerb hier beschäftigt. Und klar. Dann sind wir... Oh Gott, dagegen kommt mir meine Königsburg wie so ein kleines Ding vor. Gut, wir haben unser eigenes Dorf. Und gut, dafür läuft es flüssig. Das war echt so zugewamst mit allem Möglichen. Also das ist echt Stronghold von der FPS in die Knie geht. Das sieht man nicht alle Tage. Gut, ich habe hier und da mal Ruckler, aber... Aber schön. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Das war ein Königreich entsteht im Oktober. Vielen Dank für alle, natürlich, die sich beteiligen. Vielen Dank für alle, die zuschauen und auch Vorschläge geben und einfach fleißig kommentieren. Und... Ich hoffe, es geht florierend weiter. Es dauert gar nicht mehr so lange, dann gibt es den nächsten Mega-Screenshot. Ja, sobald das Jahr vorbei ist. Das wird dann nochmal ein gutes Stück gewaltigeres Büschchen als das letzte Mal. Und, ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Monat. Bye, bye.